Velo de Vil, und die meisten Zuschauer werden die Marke bereits schon kennen, weil auf diesem Kanal haben wir schon ganz oft Velo de Vil gezeigt. Besonderheit ist Custom Bikes, Farben, die man nicht überall kriegt. Darunter auch sehr schöne Mintfarben, die extrem im Trend sind, die sich vielleicht noch ein bisschen abheben. Mattfarben sind mit dabei und schicke Grautöne mit so leichten Farbeinschlag. Der Deutsche, der mag es ja eher nicht so bunt. Stimmt gar nicht bei Velo de Vil, oder? Grüß dich, Tobi. Hi. Ist tatsächlich so, dass wir die Velo de Vil tatsächlich schon in Farbe verkaufen. Das erstaunt uns auch immer wieder, weil normalerweise ist es so, wir freuen uns über viel Farbe im Laden und gekauft wird dann meistens schwarz. Aber hier haben sie es tatsächlich so hinbekommen, dass viele der Farbtöne doch eher gedeckt sind. Also es ist nicht so ultra die Signalfarbe und dadurch kommen die Farben tatsächlich dann auch gut an. Ja, das Ganze ist custom-made. Ihr habt einige Modelle schon mal vorab konfiguriert. Und die ihr konfiguriert habt, gibt es jetzt mit einer Aktion bis zu 20%. Also zwischen 15% und 20% wird man sehen. Hier hat man zum Beispiel was ganz Besonderes. Da ist gar keine Kette mehr drauf, sondern der hochwertigste Carbonriemen, den man im Moment kriegt, der Gates. Genau, also hier haben wir den Gates CDX-Riemen drauf und auch die entsprechenden Riemenscheiben zusammen mit der Enviolo in der Trekking-Variante. Das heißt 380% Bandbreite, kommt man fast überall hoch und ist tatsächlich ein sehr verschleißarmer Antrieb. Ja, wartungsarm, das ist das große Thema. Viele Leute, die eine Kettenschaltung haben, die sagen, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, die Hose wird schmutzig, irgendwas passiert. Kette kriegt man auch noch, oder? Ja, Kette kriegt man auch. Das ist gerade so die Preispunkte. Manche sagen, ich muss unter 5 bleiben oder unter 4. Und hier kann man es halt mit der Kette und einer E5 sogar weit unter 4 noch hinkriegen. Was ist eine E5? Das ist eine Nabenschaltung, die für die Leute, die nicht so ein fließendes Intervall haben wollen, wie bei der Enviolo, wo man nicht weiß, in welchem Gang man ist. Man hat feste 5 Gänge, die auch in der Kombination mit dem Performance Line, also dem zweitstärksten Motor, vollkommen ausreichen. Ja, wir haben halt 5 Gänge und da weiß jeder... Shimano, was ist das? Das ist Shimano, genau. Es ist halt eine recht viel verbaute Schaltung bzw. Nabenschaltung, weil sie halt die Kraft von starken Motoren abhalten kann. Mhm. Und hier auch interessant, selbst ohne Preisreduzierung sind wir hier bei 3,799 mit einem großen 625er Akku, ein absolut super cooles Trekking-City-Rad. Also gehen auch noch mal bis zu 20% je nach Modell runter. 15 immer. Das Spannende dabei ist natürlich die Ausstattung. Du hast hier, wenn man genau hinguckt, auch schon richtig tolle Sachen verbaut, wie eine gefederte Sattelstütze, eine Parallelogramm. Das ist was ganz Feines. Was kann das hier? Die mildert die Schläge quasi in den Rücken. Und wenn man Schlaglöcher hat oder Bordsteinkanten oder irgendwelche Schotterpassagen, die Stütze haben wir jetzt nachgerüstet, einfach mal zu zeigen, dass jemand bei der Testfahrt da direkt fahren kann. Also die war jetzt bei dem Modell nicht mit bei, sondern haben wir dazu mal reingebaut, um zu testen, besser zu testen. Kann man aber drüber reden, ja, wenn man so ein Interesse hat, also da die Konfiguration. Es kommt demnächst wieder ganz viele neue Velo de Vil. Hat sich denn am Modell irgendwas geändert? Sind das Auslaufmodelle oder sind das die aktuellen Rahmenformen? Ja, der Deckel ist farbig geworden. Also was jetzt neu ist, ist, dass du hier quasi nicht mehr immer schwarz hast, sondern tatsächlich die Rahmenfarbe. Mir gefällt ehrlich gesagt schwarz besser, aber so ist halt. Ansonsten der Rahmen identisch geblieben, kein Unterschied. Genau, also der, das ist gleich. Die Farbe sowieso, also es gibt eine ganz besondere Farbe, die können wir euch gleich mal zeigen. Es gibt eine Recycling-Farbe, die ist hier vorne drin. Das ist die Farbe am Ende des Tages, die werden ja hier in Deutschland lackiert. Dann werden alle Farben von dem Tag in einen Topf geschmissen und dann kommt meistens so oder so eine ähnliche Farbe bei raus. So ein, wie nennt man das? Das ist das Eco Gray und das ist je nachdem, wie die Mischung oder beziehungsweise die Pulverei an dem Tag gearbeitet hat oder wie die lackiert haben, entweder mal heller oder mal dunkler, mehr satt glänzend oder mehr matt. Wie ist denn die Qualität von der Lackbeschichtung oder hier der Lackierung? Ist die mega gut von Velo de Vil, weil die machen das in Altenberge selber. Also die haben da so High-End-Roboter, die das Ganze pulvern und lackieren. Ich mache mal gerade den Deckel hier zu, weil das Rad wird gerade geladen, also der Akku von dem Rad. Und das ist schon ein sehr guter Lack. Auch hier siehst du, der ist also mega robust. Wir haben auch Räder schon, wir haben ja Velo de Vil recht lange. Und da kommen Räder, die sind 5, 6, 7 Jahre alt und da ist der Lack mal, ein bisschen hat er vielleicht mal einen Kratzer irgendwo, aber sonst ist der richtig gut noch. Also hier sieht man auch, man kann auch breite Bereifung drauf machen. Hier ist sogar ein super Motorreifen drauf, den kenne ich so ähnlich fast vom Moped. Das ist ein schneller Reifen, ne? Ist ein sehr schneller Reifen, der trotzdem super bequem ist, weil die Gummischicht relativ dick ist und auch die Luftkammer super groß ist. Also du hast schon eine Plusbereifung, aber rollt halt sehr, sehr schnell.
Sehr schnell. Das Gleiche gibt es dann mit stolliger Bereifung, immer noch sehr gut geeignet für die Straße. Genau, das ist der Johnny Watts 365, also sozusagen die Neuauflage vom klassischen Johnny Watts, der einen relativ breiten Mittelsteg hat, aber grobe Seitenstollen, dass wenn du durch Schotter fährst, du auch dort keine Probleme bekommst. Ja, das gibt es dann noch schmaler? Genau, hier sind wir jetzt mit dem Marathon Efficiency im Bereich, der halt für diese, die eigentlich perfekt ist, nicht ganz so breit, relativ schmal, gute Lauffläche, Pannenschutz schon mit drin. Und ja, er heißt schon Efficiency, ist quasi ein Reichweitenverlängerer. Wenn du da ein bisschen Luftdruck drauf fährst, hast du sofort mehr Reichweite. Man kann das Fahrrad sogar ohne Motor fahren. Das ist sehr, sehr angenehm zu fahren, wenn der Luftdruck stimmt. Natürlich den Luftdruck extrem niedrig mache. Was für Motoren sind denn üblicherweise verbaut? Wir haben zum Großteil CX verbaut. Bei einigen Modellen haben wir Performance Line verbaut. Und das Rote, was du da oben stehen siehst, das hat den Fazua Ride 50 verbaut. Also den Motor, den du tatsächlich ganz aus dem Rahmen rausnehmen kannst. Das Bike fand ich schon immer super interessant für die Stadt. Weil wenn du den Motor rausnimmst, kannst du trotzdem wunderbar damit fahren. Hast das Gewicht vom ganz normalen Fahrrad. Und wenn du dann halt den Motor dann brauchst und du weißt, okay, heute ein bisschen länger, heute ein bisschen anstrengender, kannst du den einfach unten reinpacken. Wie ist denn die Qualität so aus der Vergangenheit? Was habt ihr für Erfahrung? Fazua hatte zu Beginn ein bisschen Probleme mit den Akkus gehabt bei der ersten Generation. Da schon lange her. Da sind wir lange drüber hinweg. Mittlerweile ist uns da auf ein Niveau angekommen, wie die großen Hersteller halt. Und Velo de Ville selbst, gut? Velo de Ville selbst von der Qualität hervorragend. Also bei dem macht es richtig Spaß, wenn du die Räder aus dem Karton nimmst, die angeliefert werden. Bei uns sind die ja mal vormontiert. Und hier ist es so, in der Regel musst du nicht mal in die Gangschaltung einstellen. Also die geben sich sehr, sehr viel Mühe im Werk. Ja, hier sehe ich natürlich der Carbon Drive, das ist eine feine Geschichte. Was ist hier für eine Schaltung auch, Enviolo? Genau, das ist auch die Enviolo in der Trekking-Variante. Haben wir oft und gerne bestellt, weil das halt bei den Trekking-SUV-Bikes das Nonplusultra ist. Ein Schnapper ist natürlich die Kettenschaltung, die mit dabei ist. Und hier hast du eine Kettenschaltung in Verbindung mit dem Fazua-Antrieb, sehr, sehr leicht. Und hier oben auch bei den zwei Modellen, deswegen sind wir da auch bei 4.3 und 3.8. Also da gehen aber die Rabatte noch runter jeweils. Genau, da kommen die noch drauf. Und das ist ja auch für ein Velo de Ville, das ist ja ein Custom-Bike-Hersteller, der ja eigentlich wie so ein, ja, also da hat man ja ganz andere Komponenten wie sonst Räder. Also im Prinzip wie bei Riese und Müller so ein bisschen, sogar genau. Die Farbe kann ich wählen, oder? Ich wollte jetzt Riese Müller nicht in den Mund nehmen, aber jetzt hast du es gemacht. Genau, es ist im Prinzip ähnlich wie Riese Müller, nur dass die viel mehr Farben haben und auch viel mehr mit Glanz matt machen und mehr. Und hier zum Beispiel da oben auch ein interessantes Rad, knapp 4.000 mit einer Enviolo und Kette. Und da haben wir auch schon die Möglichkeit, wenn jemand sagt, cooles Rad, würde ich gerne mit Riemen machen, dass wir den Riemen halt draufpacken. Ne? Also könnte das ändern. Das heißt, der Rahmen, der ist immer für den Riemen vorgesehen. Das sieht man hier, da ist so ein kleines Stück mit drin. Da wird der Riemen dann später durchgezogen. Bei der Kette brauchst du ja nicht, oder? Nee, die kannst du ja ganz klassisch öffnen mit dem Kettenschloss, beziehungsweise ja, auch mit der Niete. Und beim Riemen musst du den ja irgendwie durch den Rahmen durchbringen. Ja, hier sind wir. Also jede Menge Räder sind noch da. Rahmengrößen auch verschiedene, nehme ich an, oder? Ja, da haben wir von 50 bis 60 noch alles da. Tatsächlich sind wir ziemlich gut ausgestattet, gerade was den Bereich für die ganz großen und schweren Leute angeht. Also 60er Rahmen, noch einige auf Lager. Die sind ja in der Regel eher selten produziert. Und da haben wir tatsächlich mal ein paar genommen, weil die sind echt stabil. Ja, zwei, die es wissen müssen. Auf der linken Seite ist Tobi, auf der rechten Seite Lucien. Ich bedanke mich vielmals bei euch Ende Mai 2024. Bitte einmal drehen. Danke für die Bereitstellung der Räder bei Konrad in Kaiserslautern. Tschüss.